Und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute wollte ich mit euch über das Thema Entscheidungen reden. Aber bevor ich anfange, wollte ich noch sagen, es geht mir wieder besser. Es geht wieder bergauf. Ein Tag gut schlafen, gut essen. Kann manchmal wirklich Wunder bewirken. Das war eine gute Entscheidung. Also, was ich sagen muss, ist, auf mein Leben gesehen gibt es nicht viele Entscheidungen, die ich wirklich bereue oder die ich anders machen würde. Wobei mir gerade diese Werbung von diese schlechte Brillenwerbung einfällt. Naja. Also ich würde nicht zum anderen Optiker gehen. Muss ich auch nicht. Ich habe ja eigentlich nur ein paar Jahre meine Brille tragen hätte ich sollen. Habe sie dann aber nie getragen. Hat aber auch keinen Unterschied gemacht. Naja. Was ich erzählen wollte ist, Entscheidungen sind so eine ganz schön schwierige Sache. Manche Entscheidungen werden einem abgenommen, die werden einfach für dich entschieden. Manche Entscheidungen musst du selbst entscheiden. Manche Entscheidungen findest du gut, manche Entscheidungen findest du schlecht. Es gibt große Entscheidungen und es gibt kleine Entscheidungen. Egal wie man es dreht und wendet, Entscheidungen sind eigentlich eine der wirklich zeitfüllendsten Sachen unseres Lebens. Also, ich muss sagen und kann sagen, dass ich schon sehr jung gelernt habe, Entscheidungen zu treffen, was daran lag, dass meine Eltern mir schon als Kind viel die Chance gegeben haben, meine Entscheidungen für mich in meinem Leben und was ich möchte und was ich nicht möchte, selbst zu treffen. Und was auch sehr wichtig ist, meine Wünsche oder besser gesagt, also meine Wünsche oder meine Ansichten zu Dingen zu äußern. Und deswegen gibt es nicht viele Dinge, wo ich sagen kann, die konnte ich nicht mitentscheiden oder habe nicht zumindest mein Mitspracherecht dabei gehabt. Was man aber auch nicht einfach nur bekommt, man sollte zumindest mit dem anderen auch drüber reden. Also wenn man für sich die Entscheidung trifft, zum Beispiel, oh mein Gott, das ist jetzt wieder so, ich möchte gerne ein Haustier haben. Dann kannst du nicht einfach hinstehen und sagen, ich will ein Haustier, sondern dann ist es nicht schlecht, wenn man zumindest den anderen vorträgt, warum man es haben möchte, was man daran gut findet, was man nicht so gut findet und ja, das alles. Eine der Entscheidungen, die ich zurzeit sehr bereue, weil ich es gerne anders gemacht hätte, weil ich es gerne anders gehabt hätte, ist, man muss wissen, Isa ist die ersten paar Jahre ihres Lebens bei uns im Hausgang gesessen und ist erst seit einem halben Jahr oder ein bisschen mehr als einem halben Jahr bei mir im Zimmer. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich das anders geklärt hätte und hätte gerne mehr Zeit mit ihr früher verbracht. Aber ich finde es jetzt dafür umso schöner, was wir jetzt für eine Zeit haben. Noch so eine Entscheidung, die ich bereue, ist, dass ich nicht schon früher mit YouTube angefangen habe, weil es macht riesig Spaß. Aber es gibt für alles den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort. Und manchmal kann man eine Entscheidung in der Situation, in der es ist, nicht fällen, weil man einfach nicht den Überblick über die Situation hat oder weil man einfach in der Situation zu tief drin steckt. Und dann hilft es auch manchmal, eine Entscheidung ein wenig zu vertagen. Es gibt aber auch solche Entscheidungen, die du für dich triffst, die du aber nicht umsetzen kannst, was bei mir zum Beispiel also so eine Sache ist. Ich habe mich schon vor Jahren entschieden, bei meinen Eltern auszuziehen und aber immer noch dort, weil ich es einfach noch nicht anders kann und weil es einfach noch nicht anders geht. Und das ist natürlich dann schon eher so eine nachteilige Sache, weil ein Teil von mir möchte gerne weg, im Sinne von einfach ausziehen, in die Welt raus, mal schauen, was passiert. Und ein Teil von mir weiß einfach, dass es gerade noch besser ist, wenn ich in diesem geschützteren Raum lebe, wo ich noch mehr Unterstützung bekomme, wo ich noch Hilfe bekomme bei vielen Dingen. Und es ist dann auch so eine schwere Entscheidung für mich zu sagen, gehe ich jetzt einfach weg, unüberlegt, oder bleibe ich, oder was mache ich jetzt? Also zurzeit, momentan stand's, das ändert sich aber bei mir wöchentlich, monatlich, stündlich, bin ich bei der Entscheidung, dass ich erstmal bei meinen Eltern wohnen bleibe, weil es gerade momentan besser zu mir und meiner Situation passt. Aber
dass ich eben trotzdem viel dafür tun werde, um zum Beispiel innerhalb der nächsten 2, 3 Jahre auszuziehen. In die große, weite Welt nach draußen. Naja, ich kann jetzt wie mein T-Shirt so machen, aber irgendwie. Gut. Was sind noch so Entscheidungen? Sich bei Sachen einzumischen ist auch so eine Entscheidung. Ich muss zugeben, ich sag oft die Dinge so, wie ich sie sehe und denke dann nicht so drüber nach, wie es bei anderen ankommen könnte, weil ich einfach die Wahrheit sage. Ich sage einfach, wie es halt ist. Ich sage nicht irgendwie, ich sage es nicht schöner, ich sage es nicht schlimmer, ich sage eben meine Ansicht zu der Sache. Und ich kann auch sagen, dass ich da nichts bereue, weil ich eben immer das sage, was eben der Wahrheit entspricht. Und so die Wahrheit zu sagen, ist eigentlich immer die beste Entscheidung, weil da hast du am wenigsten Probleme damit, weil alles andere ist komplizierter und schwieriger und ich kann es ja nicht mal wirklich gut. ich bin eine furchtbar schlechte Lügnerin, also ich fange dann immer an, wie Mickey Mouse auf Helium zu klingen, wie ich es so nett selber nenne. Was ich aber auch wichtig finde, ist, wenn man eine schwere Entscheidung hat, dann sollte man immer abwägen, man sollte überlegen, man sollte Listen führen. Aber schließlich und endlich sollte man einfach auf das hören, was einem der Bauch sagt. Also wenn der Bauch sagt, tu's, dann tu's. So bin ich übrigens zu YouTube gekommen. Oder wenn der Bauch sagt, lass es, dann sollte man es auch lassen. So habe ich keinen Schulabschluss gekriegt. Aber egal wie, ich kann zu meinen Entscheidungen stehen, ich kann meine Entscheidungen alle nachvollziehen, ich kann jede Entscheidung, die ich getroffen habe, würde ich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, nochmal so treffen, weil ich nun mal in meinem Leben auf meine Sicht momentan stand mit jeder Entscheidung zufrieden bin. Ja, es gibt aber eben auch diese Entscheidungen, die für einen getroffen werden. Ich weiß, das ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber als meine Tante entschieden hat, dass sie den Gutachter ins Haus schickt, das war eine Entscheidung, die wurde über meinen Kopf hinweg getroffen und da konnte ich auch nichts tun und das musste ich akzeptieren und das sollte ich jetzt auch mal langsam anfangen zu akzeptieren. Puh, ich habe immer noch nicht wirklich. Und das war so eine Entscheidung, die ist über meinen Kopf hinweg getroffen worden und das sind die Entscheidungen, mit denen man am meisten hadert, die, wo man nicht selber treffen kann. Ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ist nicht vielen Menschen vergönnt und auch nicht wirklich weit verbreitet. Aber es ist etwas sehr Schönes, wenn man sowas macht, wenn man so eine Chance hat und sowas tun kann. Wenn man allerdings in einer gewissen Abhängigkeit lebt, also ich kann zum Beispiel mich nicht einfach entscheiden, ich möchte zum Euronics, oder zum Mediamarkt oder zum Müller oder zum Edeka, zum Netto, zum Aldi, zum Lidl oder was der Geier wohin. Ich kann es nicht einfach so sagen. Ich bin jemand, ich muss momentan Stand noch immer jemanden fragen, würdest du mitkommen mit mir zusammen das erledigen, was ich zu erledigen habe. Und dann ist es sozusagen nicht meine Entscheidung, ob ich das Zeug erledigen kann, und zwar in dem Moment, wo es mir einfällt, sondern die von jemandem anders. Und das ist wirklich schwer, weil damit lebst du in einer gewissen Abhängigkeit. Naja, nicht nur in einer gewissen Abhängigkeit, du lebst in einer Abhängigkeit. Und von etwas abhängig zu sein, also von jemandem, ist schwieriger zu ertragen manchmal, als man denken würde. Es ist aber auch in manchen Punkten einfach, weil man auch viele Entscheidungen sozusagen nicht selber treffen muss. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich würde viel dafür tun, wenn ich einfach selbstständig irgendwas machen könnte. Ich würde... meine Nase juckt. Ich warte mal. Ich würde oft gerne einfach mal rausgehen und mal schauen, aber manchmal ist es einfach so, dass meine Mom den Haushalt machen muss, dass sie irgendwo einen anderen Termin hat und dass es dann eben nicht geht und dass ich dann eben nicht spontan jemanden anrufen kann, ist eben auch bei mir oft Tatsache. Und deswegen, es ist halt auch schwieriger. Ja, irgendwie glaube ich, habe ich den Faden jetzt schon wieder verloren. Naja,
Aber die Entscheidung einfach zu sagen, ich bin jetzt kein busfahrender Mensch, ich bin wirklich keiner. Als ich in der, ich glaube es war in der 4. Klasse oder so, da hatten wir mal diesen Unterricht mit was, also wenn ihr Bus fahrt, was da alles passieren kann. Und da habe ich dann abgewegt und habe mich entschieden, sehr schnell, ich fahre nicht Bus. Ich habe keine Lust drauf, dass mir solches Zeug passiert. Und dann habe ich mich entschieden, ich lasse das mit dem Bus einfach. Und deswegen bin ich eine konsequente, genau so das Wort, nicht Busfahrerin. Naja. Okay, das war eigentlich alles, was ich euch dazu erzählen kann, so auf die Schnelle. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Sagt mir doch bitte Bescheid wegen der anderen Sache, nämlich der, dass ich ja gerne kleinere Videos drehen wollte, wo ihr ein bisschen mehr in mein Leben integriert seid. Ob ihr das gut findet oder nicht, schreibt es mir einfach in meine Kommentare, okay? Oder auch gerne über Facebook oder gerne auch auf eine E-Mail. Oder ab jetzt auch auf Twitter, weil ich bin auf Twitter offiziell, habe ich mir gestern eingerichtet. Ich verlinke euch alles in meiner Infobox und ja, wenn ihr mir jetzt per E-Mail schicken wollt, dann schickt es mir doch bitte an die bell.riedmeier@outlook.com und auf jeden Fall helft mir euch zu helfen, die Thematik besser zu verstehen, weil nur so kann ich das wissen, was euch interessiert. Okay. Ja, ich denke, das war eigentlich alles. Wir sehen uns dann am nächsten Mittwoch. Ich spiele jetzt noch die Sims und dann gehe ich wahrscheinlich ins Bett. Also dann, tschüss!